Jeder dritte EU-Bürger, jede dritte EU-Bürgerin nimmt laut Umfragen einen wachsenden Antisemitismus wahr. Laut einer neuen Studie denken 23% der Deutschen, es sei nicht verboten, den Holocaust zu leugnen. Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, ist Teil der Allianz für Weltoffenheit. Geschlossen wendet sie sich gegen jede Form von Antisemitismus, Islamfeindlichkeit oder andere Formen von Menschenfeindlichkeit und betont, unsere kulturelle Vielfalt ist unsere Stärke. Grüßt bitte mit einem großen Applaus Bischof Markus Tröge. Liebe Freundinnen und Freunde, gut, dass ihr gekommen seid, um zu zeigen, wofür ihr steht. Für ein Europa für alle und gegen den neuen Nationalismus. Europa ist ein Projekt, Europa ist ein Friedensprojekt und deshalb ist Europa unsere Zukunft. Europa wurde geboren aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, als die Völker im Wahn des Nationalismus die Waffen gegeneinander erhoben haben und Millionen in Tod und Vernichtung getrieben haben, als Ideologien von Volk und Rasse vergöttert wurden. Und deshalb ist es so, dass jeder friedfertige und wohlmeinende Mensch heute dankbar dafür sein muss, welchen Weg Europa bisher gegangen ist. Den Weg der Versöhnung, der Völkerverständigung, der Partnerschaft. Ja, Europa ist noch nicht perfekt. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt viel zu verändern. Es gibt viel gemeinsam zu verhandeln, aber gerade deshalb ist Europa unsere Zukunft und gerade deshalb ist es ein Projekt der Hoffnung. Deshalb können wir nur unsere Stimme erheben, wenn die alten Geister des Nationalismus jetzt wieder neu entfacht werden. Als hätte es die Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht gegeben, spielen unverantwortliche Populisten neu mit dem Feuer völkischer Ideologien und nationalem Egoismus. Sie schüren destruktive Emotionen und wollen das Friedensprojekt Europa von innen heraus schwächen. Sie wollen die demokratischen Freiheiten missbrauchen, um Unfreiheit durchzusetzen. Sie wollen Europa von innen zerlegen, ohne tragfähige Konzepte für ein zukünftiges, friedliches und gerechtes Europa anbieten zu können, ohne eine Idee von Europa, das Verantwortung übernimmt für die Welt. Die christlichen Kirchen haben den Weg der Versöhnung seit 1945 aktiv mitgestaltet. Sie haben im Geist des Evangeliums Jesu Christi Menschen wieder zusammengeführt, die vorher gegeneinander gekämpft haben. Sie pflegen bewusst eine Erinnerungskultur. Ja, wir erinnern an die Schrecken des Nationalismus, wir erinnern an die Schrecken des Faschismus und wir erinnern an den absoluten Tiefpunkt menschlicher Kultur, den Holocaust, und wir erinnern auch an die eigene Schuldgeschichte. Denn nur wenn wir aus der Geschichte lernen können, dann können wir auch für eine gerechte und friedliche Zukunft eintreten. Liebe Freundinnen und Freunde, am kommenden Sonntag geht es um die Zukunft Europas. Werden jetzt die Populisten mehr Macht bekommen, um Europa von innen heraus zu zerlegen, oder werden die Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen setzen? Ja, wir wollen den Weg des Versöhnungsprojektes Europa weitergehen. Ja, wir wollen weiterbauen an einem Europa der demokratischen Freiheit, der Menschenrechte, der kulturellen Vielfalt, der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Verantwortung. Nein, wir brauchen keine Alternative zu diesem Friedensprojekt Europa. Und deshalb rufen wir hier von diesem Platz aus alle Bürgerinnen und Bürger auf, geht am kommenden Sonntag wählen, setzt ein Zeichen für die Zukunft eines Europas der Freiheit, der Menschenrechte, der kulturellen Vielfalt und der ökologischen Verantwortung. Setzt ein Zeichen für das Friedensprojekt Europa. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Bischof Markus Söger, für diese inspirierende Rede.